Willkommen in Almaden, eine der Städte zusammen mit der slowenischen Stadt Idria wurde Welterbe durch UNESCO-Konvention am 13. Juni 2012 erklärt. Beide Orte sind Zeugnis von Grubenbau und von interkontinentales Handel mit Quecksilber. So wurden wichtige technologische Austausch und während Jahrhunderte auch kulturellen zwischen Europa und Amerika. Wir stellen Ihnen einen Ausflug durch verschiedene Touristeninteresspunkte und auch von Erbe der Stadt, damit sie unsere Geschichte erfahren kann. In der Anwendung, die Sie in Ihren Händen haben, können Sie eine Karte sehen, in der die verschiedenen Interesspunkte gezeichnet sind. Ebenfalls, es gibt einen Routenvorschlag von Ihrem aktuellen Standort zu Ihnen. Gerade sind Sie außen der Schule für Bergbau und Wissenschaft Ingenieurwesen. Von diesem Punkt können Sie die historische Stätte sehen, die sich zusammensetzt aus den Ruinen des königlichen Gefängnisses von Forzados, das historische Bergbaumuseum Francisco Pablo Holgado und ein herrlicher Innenhof, der der Industriearchäologie gewidmet ist. Hier in der Nähe ist das königliche Bergbaukrankenhaus von San Rafael und das Waldo Ferreira Museum, um den Rest der Route durch Almaden fortzusetzen. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Besuch und Aufenthalt.